und herzlich willkommen zur 13. Folge Maschengedöns. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr neu dabei seid. Ja, freue mich schon auf die nächste halbe, dreiviertel Stunde mit euch. Ich fange einfach, leg direkt los. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse gehen. Wir haben heute einen sehr bedeckten Tag, was auch angenehm ist, dass es ein bisschen kühler ist mal. Aber ja, wir schauen einfach mal, wie es ist. Ich fange an, jetzt muss ich kurz gucken, genau, mit den fertigen Sachen. Ich habe eine Sache fertiggestellt in der letzten Woche. Das ist was, das habe ich letzte Woche, glaube ich, erst neu angeschlagen gezeigt. Habe es auch auf Instagram auch schon gepostet. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, kennen es also schon. Es ist mein Sternkissen. Da ist es. Voller Größe. Sieht ja riesig aus in der Kamera. Es ist kleiner als mein erstes. Noch ein bisschen näher dran wegen der Farbe. Na, dann wird es zu hell. Also es gibt es schon also es kommt in der Kamera schon so rüber, wie es auch ist, farblich. Also vielleicht gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen bedeckt ist. Ja, das ist mein Sternkissen. Ich habe auch schon Probe gelegen. Mein kleines großes Hündchen. Auch der liebt meine Sternkissen. Das andere Sternkissen ist eigentlich in seinen Besitz übergegangen. Deswegen musste ganz schnell ein neues her. Er liegt da immer drauf, so von süß. Und dann kann man es ihm ja nicht wegnehmen. Ne? Ja, der große, also mein großer Hund, ist da nicht so angetan von. Das ist schon mal gut, dann brauche ich nicht so viele machen. Aber das war jetzt das Sternkissen mit 6-fach Sockenwolle. Das ging recht flott. Und da ich so viele andere Ideen im Kopf hatte, wollte ich erstmal irgendwas fertig kriegen, bevor ich wieder was Neues anfange. Und da war das Sternkissen dasjenige, welches am wirklich schnellsten ging. Und dann habe ich das fertiggestellt. Ja, schön. Dann stelle ich es mal beiseite. Ja, also das war das Einzige, was fertig ist. Dann habe ich in Arbeit... ja, doch so einige Sachen, als ich das eben aufschrieb, kurz, also ich mache mir mal so ein paar Notizen vorher, um so einen Überblick zu behalten, da habe ich schon gedacht, sind da schon ein paar mehr Sachen und ich habe schon wieder ein neues angeschlagen und auch ein neues gerade mir zurechtgelegt zum Anschlagen. Ja, egal, ich fange mal an. Ihr kennt mein Crazy Stripes Tee, das war eigentlich so mein... vernachlässigtes Teil und ich war mir nicht so sicher und ich habe aber immer wieder Zuspruch von euch bekommen und deswegen habe ich das irgendwie dann doch immer mal wieder in die Hand genommen und weiter gestrickt. Ich zeige es euch erst, ich muss aufpassen, weil da sind keine Nadeln drin. Es ist tatsächlich durch die vielen Projekte jetzt so, dass ich keine Nadeln mehr habe, stimmt nicht. Ich habe so viele Nadelsets. Ich habe aber davon auch welche geschenkt bekommen und was wollte ich noch sagen? Gewonnen habe ich auch eins davon. Wie viele Sets ich habe, ich weiß es gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also alles verschiedene, nichts Gleiches dabei, aber ich arbeite halt hauptsächlich mit den Chiago und den Haya, weil ich einfach am liebsten mit Metallnadeln mittlerweile arbeite. Früher habe ich halt viel mit Holz gearbeitet, Holznadeln, da habe ich halt auch einige Sets, unter anderem das Ariel Olivenholz-Set, was ich eigentlich toll finde, aber ich finde die Übergänge ganz schlecht. Also bei meinem, ich habe das, höre das von anderen nicht so, aber bei meinem Set sind die irgendwie nicht gut. Naja, egal, also deswegen sind hier keine Nadeln dran, weil ich die jetzt momentan wechsle. Macht mir halt am meisten Spaß, mit den Nadeln zu arbeiten. So, ich versuche euch das jetzt nochmal zu zeigen, denn das ist wirklich gewachsen. Die Nadeln sind allerdings jetzt zu kurz. Also das war es ja und das geht ja so schräg runter. Und ich glaube, das letzte Mal bin ich mir nicht sicher. Ach, jetzt habe ich sie vergessen. Ich wollte eigentlich mal Progress Keeper mit hochbringen. Habe ich aber jetzt nicht. Nee. Jetzt habe ich so viele geschenkt bekommen. Ich habe hier einen. Kann man dazwischen schieben. So viele geschenkt bekommen und benutze sie nicht, das ist ja doof. Und dann habe ich gedacht, ich fange das jetzt einfach auch an mit dem Progress Keeper. Man sieht ja, ich weiß gar nicht, wo es das letzte Mal war. Also vielleicht im blauen Teil oder schon im lila angefangen. Ich weiß es nicht. Und so ist das dann. Genau, das ist hier der vordere Ausschnitt.
und von hinten. Genau, und jetzt werden die Reihen schon kürzer, also man sieht es vielleicht. Hier wird schon für unten das Stück gerade gemacht. Also es ist schwierig zu zeigen. Ich denke, wenn ich das nächste Mal ein bisschen weiter gestrickt habe, dann kann man das viel besser sehen. Dann kann ich es vielleicht auch mal anprobieren. Ich habe es bis jetzt noch nicht anprobiert. Ja, also die Reihen werden kürzer, es geht jetzt schneller und ich hoffe, dass ich dadurch ein bisschen mehr Motivation wieder dazu habe. Weil ich glaube, der wird eigentlich sehr, sehr schön. Und jetzt kommt ja auch die Zeit mit wärmeren Pullis wieder. Ja. Also ich hänge mal einen Progress-Marker rein und zwar habe ich hier noch ein Ding, das wollte ich noch nachreichen, den hatte ich nämlich letzte Mal ja verbummelt, habe ich in Düsseldorf auf dem Wollfestival von der Jenny vom Stricken im Zoo auch diese schöne Visitenkarte bekommen mit diesem schönen Progress Keeper. Das ist, wie man sieht, ein Flügel, genau. Und die Jenny, die kennt ihr ja wahrscheinlich, die hat ja mittlerweile auch einen Shop und genau, das ist halt die Visitenkarte von dem Shop. Sie hat auf Etsy diesen Shop und ja, wenn ihr da Stricken im Zoo eingebt, könnt ihr mal stöbern, was sie so schön an Wolle, gefärbter Wolle da hat und vielleicht ein bisschen was einkaufen. So, jetzt kriege ich diesen. So, jetzt habe ich ihn ab, hänge ihn auch mal hier rein. Frag mich immer, warum die anderen so lang fummeln da, aber jetzt merke ich es ja selber. So. Ist das denn richtig, was ich hier mache? Ja. Okay, hängt drin. Ja, also der wächst langsam, aber stetig. Stetig, haha. Das war mein Crazy Stripes Tee von, was hatte ich gesagt? Atelier Alpha. Ich muss heute noch mehr da unten hingucken. Ich habe keinen Kugelschreiber gefunden hier und habe alles mit Bleistift geschrieben und kann eigentlich gar nichts erkennen, was ich da geschrieben habe. Ja, ich bin gespannt. So, das nächste wäre. Ja, mein nächstes, ja, vernachlässigtes Projekt, der Flamingo Flavor. Da bin ich mir ehrlich. Ach, das ist er gar nicht. Naja, es ist so, wenn man mit ähnlichen Farben arbeitet, kann man die Sachen schon nicht mehr auseinanderhalten. Flamingo Flavor, da ist er. Von der Susanne Sommer. Oder auch Susunitz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da weitergekommen bin oder ob ihr das letzte Mal genauso gesehen habt. Ich wollte mir eigentlich vorher nochmal das letzte Video an der Stelle angucken, habe ich aber vergessen. Ist egal, ich halte euch einfach noch mal in der Kamera. So weit ist er. Bin bei 7, wie nennt man das? Dreiecken. Ja, also der ist mir momentan halt, wie auch noch ein anderes Projekt, wo ich nachher zu komme, zu anstrengend. Ja, in letzter Zeit fehlt mir die Konzentration oft dazu, sagen wir es mal so. Und ich brauche mehr mindless Sachen, obwohl mir das dann auch schnell langweilig wird. Es ist gerade echt schwierig. Ich glaube, deswegen habe ich auch so viel angeschlagen für meine Verhältnisse, weil ich irgendwie nicht das Richtige gerade für mich finde. So. Ja, also der ist im Kopf, in Gedanken da, aber in Bearbeitung gerade nicht. Die Diana von Heiter bis Wollig strickt ihn ja auch. Und da habe ich heute gesehen auf Instagram, dass sie diese Seiten, die verkürzten Reihen an den Seiten, also die hat die Dreiecke komplett fertig und fängt diese Seiten schon an. Da bin ich sehr gespannt, wie es aussieht. Ich glaube, wenn ich da wäre, wäre es auch wieder was anderes, weil ich einfach diesen Part total anstrengend finde. Also man darf sich halt nicht vertun, sonst ist ein Fehler drin. Also das ist ja logisch. Aber ja, ist mir zu anstrengend gerade. Ja, Flamingo Flavor war das. Und dann haben wir, genau, das ist das Projekt, mit dem ich den fast vertauscht hätte, weil halt auch ja, lila drin ist. Der Karl Teil 2. Der Waiting for Rain von, Moment, Sylvia McFadden. Ich muss mal das Buch mal woanders hinlegen. Und zwar war da jetzt der erste Lace-Teil. Der erste,
oder das erste Lace-Ab, der erste Lace-Abschnitt in Arbeit und noch ein glatt rechter Teil. Also ihr kantet das bis hier ungefähr, also so. Und dann kam jetzt dieser, Moment, gucke ich es noch hin, dieser Lace-Teil dazu. Na, weiß auf weiß ist blöd. Mal was zum Hinterhalten. Ist die Tasche. Das ist der Lace-Teil. Der wird nach außen hin schmaler und läuft bei mir dann aus in diese Streifen wieder. Wie das letzte Mal schon erzählt habe, diese Streifengebung ist ja, ja macht ja jeder, wie er meint, intuitiv wie auch immer. Bei mir sieht es so aus. Genau, und der ist halt auch schon was länger. Der ist also schon ziemlich lang. Nur habe ich eine recht kurze, ein kurzes Seil noch drauf. Werde ich vielleicht irgendwann ändern, aber also momentan noch nicht. Genau, das ist soweit. Und morgen, nee, übermorgen ist hier, also heute ist Donnerstag. Und am Samstag kommt schon der nächste Teil raus. Auch wieder mit dem Lace-Teil. Ich hoffe, das ist mir nicht zu so schwierig. Momentan habe ich nämlich keine Lust, Fehler zu machen. Allerdings sind die halt nicht so, so groß. Also da braucht man sich nicht so lange drauf konzentrieren. Also das erste Mal hat es bei mir wunderbar geklappt. Ich weiß, dass einige große Probleme hatten, die jetzt vielleicht noch nicht Lace gestrickt hatten. Und einige sind auch in der Zeit leider aus dem Karl ausgestiegen und haben, ja, ich sag mal, aufgegeben zu probieren. Finde ich immer ein bisschen schade. Klar, wenn es beim dritten, vierten Mal nicht klappt, ich lasse ja dann auch Sachen liegen, aber ribbeln würde ich es jetzt nicht zwingen, sondern einfach später nochmal versuchen. Manchmal kriegt man dann einen Dreh und dann funktioniert es. Das finde ich einfach sehr schade. Aber mir gefällt dieser Lace-Teil so gut. Schön gespannt wird es auch klasse aussehen, denke ich. Ja, das war der Waiting for Rain. So viel ein Name im Kopf. Dann habe ich meinen Sockethead weitergeschickt. Der ist ja schön mindless, völlig mindless. Da war ich ja, glaube ich, letztes Mal hatte ich das Bündchen, war ich am Bündchen dran. Und strich ich ja hier aus dieser schönen Fernerwolle. So knatschig ist sie nicht wie in der Kamera. Das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Und da bin ich ein ganzes Stückchen weitergekommen. Also, unten die, das Bündchen ist fertig. Und oben ist auch schon ein ganzes Stück dran gekommen. Finde ich sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Keine Ahnung, ob der mir nachher steht. Ich glaube, die Farbe macht mich ein bisschen blass. Aber ja, egal. Ich finde die total schön. Super schön. Und vor allem, ich habe die jetzt schon mehrfach angehabt, also zur Probe. Und das ist so schön und weich. So toll. Ist mir egal, ob mir die steht oder nicht. Wenn ich mit dem Hund rausgehe im Winter. Hier begegne ich sowieso so gut wie keinem, wo wir wohnen. Demnach ist doch egal. Hauptsache es ist schön kuschelig und warm. Ja, das ist Sockethead. Also wirklich ein super Alternativprojekt zu Socken. Auf Socken habe ich momentan irgendwie überhaupt keinen Bock. Woran das liegt, weiß ich nicht. Anfangs habe ich gedacht, das ist, weil es jetzt so warm war. Jetzt habe ich allerdings schon wieder Stricksocken getragen an ein, zwei Tagen, wo es kälter war. Aber es hat sich jetzt auch nicht geändert, meine Lust auf Socken stricken. Andererseits habe ich auch alle meine Socken, die ich habe, gewaschen. Also die gestrickten Socken. Und habe festgestellt, dass ich eigentlich genug habe. Gut, aber ich meine, man kann ja auch verschenken und naja. Aber da wären wir beim nächsten Thema. Das ist das Projekt, was ich seit 2 Folgen zeigen wollte und nicht gezeigt habe. Das ist auch das Projekt, was einige fälschlicherweise, ich habe es nicht mit reingenommen im Gewinnspiel, wo ich nachher noch darauf zu sprechen komme, als mögliches Projekt gesehen haben. Ich glaube, jetzt muss ich schneiden, oder? Hat ja keiner gehört, oder? Ja, jetzt bin ich raus. Ich habe nämlich Socken angeschlagen. Ich glaube, in Suling war das.
als ich in Solingen auf dem Wollfest war. Und das ist total verhaspelt hier. Aha. Und zwar mit dieser Wolle. Das ist aus einem Tauschpaket von der Christina auch. Und wie verstricke ich gerade all ihre Wolle? Und gefällt mir eigentlich richtig gut. Nur irgendwas hält mich davon ab. Also, weil das ist jetzt auch, schaut mal, ja, das ist wirklich schön. Naja, richtig wildern ist es nicht, aber es hat ja irgendwie so gestreiftes Wildern. Ich weiß nicht, ob man das so nennt dann noch. Das muss ich mal gucken. Weil nicht die falsche Nadel hier rausziehen. So. Das ist wieder das Problem mit drei Nadeln. Also das sieht schon irgendwie ganz cool aus. Also ich lasse sie erstmal in der Tasche. Vielleicht ist ja irgendwann kriege ich so einen Socken. Hieb. Socken. Wie nennt man es denn? Kriege ich Lust, Socken zu stricken. Und dann, ja, wahrscheinlich nehme ich sie dann wieder in die Hand. Ja, aber das war auf jeden Fall das Projekt, was ich euch schon seit 2 Malen zeigen wollte. Aber es spricht ja auch irgendwie für sich, dass ich die immer vergessen habe. Ne? Dass es irgendwie nicht so in meinem Fokus steht. Ja, das waren die Stinos. Dann habe ich eine Sache neu angeschlagen. Ja, gestern, ich glaube gestern. Habe ich mit Wollwickler hochgebracht. Ist ja egal, ich zeige es euch auf Wollwickler. Mit dieser wunderschönen Wolle, wo ich jetzt leider gerade keine Ahnung habe, wo ich die Banderole habe. Moment. Die könnte ja vielleicht hier drin sein. Sie sehen? Sie sehen nicht? Ja, keine Ahnung, wo die Banderole ist. Also das war eine Wolle, die habe ich in Düsseldorf auf dem Wollfestival gekauft. Ganz, ganz toll fühlt die sich an. Ich glaube, da ist Seide mit drin gewesen. Die glänzt halt auch ziemlich. Seide und Jacke oder so. Wenn ich die Banderole finde, sage ich das das nächste Mal. Also ganz, ganz toll. Und da hatte ich mir von Anfang an vorgenommen, nicht fallen, vorgenommen, ein Lace-Tuch draus zu stricken. Und habe das, jetzt muss ich noch mal schauen, muss mir das mal näher holen. Habe das The Elder Tree Shawl von Soft Sweeter angeschlagen. Eine sehr witzige Sache, weil die Sandra, Wollkekse Sandra, postete irgendwie gestern dann ein Bild auf Instagram von einem Lace-Tuch, was sie strickt, was ich aber jetzt von ihr noch nicht gesehen hatte. Und ich denke mir so, das Muster ist doch irgendwie ähnlich wie das, was du da gerade strickst. Und wir dann über WhatsApp geschrieben, ja, und es stellte sich heraus, es ist quasi, also es ist das gleiche Tuch, was ich da gestern angeschlagen habe. Und ja, verrückt, wie die Welt manchmal spielt, ne? So, und das, ich hoffe, ich kann es jetzt zeigen. Ich brauche, glaube ich, wieder etwas Dunkles dahinter. Sieht so aus. Ja, das ist ja ganz toll. Es dauert noch einen kleinen Moment. So, da kann man das Muster nämlich erkennen. Das sind so wie so ein bisschen so ein Tannenzapfenmuster, würde ich sagen. Ja, ich war mir unsicher, ob das Pink da irgendwie zu heftig ist und das Muster kaputt macht, aber ja, alle Gefragten, Sandra und Sarah zum Beispiel, fanden das völlig in Ordnung so. Ja, ja, und hierbei habe ich mich super drauf gefreut, wollte ich unbedingt machen. Fehlt mir die Konzentration. Jede Reihe, ich schluck mal runter, was ich sagen wollte, habe ich heute Fehler drin. Also gestern Abend schon. Dann habe ich es weggelegt, ging nicht mehr. Da habe ich dann an dem Sockethead weiter gestrickt. Und auch heute Vormittag habe ich versucht, nochmal dran zu stricken. Ich habe mehr zurückgestrickt als hin. Und das macht dann einfach keinen Spaß.
Und ich habe gestern noch erzählt, oder mit Sandra geschrieben und Sarah, und habe gedacht, das ist ein super Anfängerprojekt für Lace-Stricken, weil das nur vier Reihen, also weil sich vier Lace-Reihen immer wiederholen, und die hat man dann ja irgendwann drin. Im Prinzip ist es auch so, aber praktisch konnte ich das nicht umsetzen, dieses einfache Anfängermuster. Es ist wirklich nicht schwer, aber es geht gerade nicht. Schade, aber auch das werde ich bestimmt. Und wenn ich immer mal ein oder zwei Reihen stricke, so, das wird auf jeden Fall weitergemacht, weil das wird auch, glaube ich, butterweich und ach, richtig schön. Ja, aber ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, dann stelle ich mal hier hin. Okay, also das ist neu angeschlagen. Und dann habe ich halt überlegt, boah, was machst du denn jetzt? Irgendwie macht mich alles gerade nicht so wirklich zufrieden oder reißt mich nichts vom Hocker, wo ich so, so einen Drang habe, da muss ich jetzt weiter stricken und irgendwie brauche ich und möchte ich sowas gerade gerne haben. Und habe dann überlegt und festgestellt, dass ich in den letzten 3-4 Tagen, glaube ich, jeden Tag mein Hoodie-Shawl-Cardigan anhatte. Ihr erinnert euch? Ich zeige mal von hinten. Das war mein Hoodie-Shawl-Cardigan. Und ich liebe ihn. Ich habe ihn jetzt gewaschen und, also gespannt nicht, sondern hingehängt. Und seitdem der trocken ist, eigentlich nur noch. Der ist wunderbar von der Passform. Der ist länger geworden ein Stück. Also bei mir ist er schon gewachsen, obwohl das hier so Baumwolleinteil ist, wo ich dachte, Baumwolle geht nicht so in die Länge. Aber hier unten das Teil und so, das ist schon länger geworden. Und ich liebe dieses Teil einfach. Es ist toll. Es ist toll für zu Hause. Es ist toll für unterwegs. Es ist einfach, ja, ich liebe ihn. Und dann habe ich gedacht, da brauchst du noch einen von. Habe ich ja immer schon gesagt, dass das war ja wie sagt man, Herzensprojekt ist nicht das Richtige. Suchtprojekt. Mein Suchtprojekt damals, wo ich nicht aufhören konnte zu stricken und dann sehr monogam in der Zeit gestrickt habe. Und hatte ich ja schon gesagt, dass ich überlege, den nochmal zu stricken. Und habe mir dann heute dafür Wolle rausgesucht. Und zwar habe ich da einmal von Yundi und Grete Yorkish Socks. Und zwar, ja, ist das Schurwolle und Polyamid, aber sehr weich. Sehr, sehr weich. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Die habe ich in Sulingen gekauft. Und die gleiche habe ich dann nochmal in etwas dunkler. Genau, also die beiden wollte ich verwenden dazu. Ich mache das mal wieder hier rein, bevor die auch wieder flöten gehen. Also die beiden. Dazu möchte ich oder werde ich. Jetzt fallen sie doch aus, die Dinger, egal. Diese kombinieren. Mal so ein bisschen so machen. Ich glaube, dann ist die Farbe ein bisschen besser. Diese. Das ist die Drops Flora. Ein bisschen schade, weil die ist jetzt nicht so weich, aber das ist halt die Farbe, die ich hatte, die am besten dazu passt. Und die hier. Das sieht jetzt komisch aus, aber das sieht eigentlich gar nicht komisch aus. So. Aber jetzt ist es besser. Jetzt erkennt man es auch besser. Genau, die vier will ich kombinieren. Also das wird nicht so eine, also grell ist meine andere Jacke ja auch nicht. Die wird ein bisschen dezenter gedeckter. Mein Mann sagte ein Elbenmäntelchen. Falls halt grün ist. Ne? Vielleicht verschwinde ich darin ja auch. War das so? Ja, ich glaube, ne? Der Elbenmantel hat die geschützt vor. Oh Gott, tretet mich jetzt nicht. Ich habe das gesehen, ich weiß jetzt auch nicht. Ist egal. Fans hören jetzt mal weg. Also die drei Farben werde ich da zusammen drin verarbeiten, denke ich. Das Grüne ist auch Drops Flora. Ich jetzt anfasse, ist die gar nicht so schlimm. Ja, das werde ich heute Abend noch anschlagen. Da habe ich total Bock drauf. Anleitung liegt schon parat, habe ich ja da. Überlegung war noch, ob ich eine Kapuze dran mache oder nicht.
Ich hatte überlegt, vielleicht auch einfach nur so einen durchgelegenen Kragen so ein bisschen so dran zu stricken. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Das ist ja auch erst, wenn man den oberen Teil und den Mittelteil gestrickt hat, kommt ja theoretisch erst die Kapuze, wobei man die auch ganz zum Schluss erst machen kann. Also so lange habe ich ja noch Zeit, mir das zu überlegen und das mache ich dann spontan. Genau. Ja, das war's zu meinen Projekten, die ich auf der Nadel habe, angeschlagen habe oder ja, in dem Fall die Idee erstmal im Kopf habe. Ich würde gern was zur Verlosung nochmal sagen. Also erstmal sind es bisher ja, mittlerweile über 50 Teilnehmer. Das finde ich total toll, dass so viele Leute daran teilnehmen. Ich verlose ja diesen Sockenwollstrang von Ziperna. Und ich finde es super, freue mich total darüber, dass so viele eben nicht nur also die Antwort auf meine Quizfrage geantwortet haben, sondern auch wirklich erzählt haben oder geschrieben haben, was ihre Lieblingsprojekte momentan oder überhaupt hier waren und sind. So. Ich habe mir die auch alle aufgeschrieben, die ich nicht kenne, und habe die auch gegoogelt und habe dann auch wirklich ein, zwei gefunden, die mich auch interessieren. Die sind dann in meinem Ravelry-Bibliothek auch erstmal gelandet, dass ich die auf dem Schirm habe quasi. Ja, fand ich total toll und spannend und wirklich schön. Und teilweise auch ganz liebe, nette, private Worte habe ich bekommen, auch im E-Mails, wo ich jetzt nicht mehr zu erzähle, hat mich total gefreut. Ich habe allerdings jetzt entschieden erstmal, dass ich auf die Mails und unter diesem Video die Kommentare nicht beantworte. Also die Kommentare unter dem Video bekommen ein Herz, dadurch seht ihr, dass ich die gesehen habe. Die E-Mails habe ich auch alle gesehen. Aber das wird mir ein bisschen zu viel. So, das ist nicht böse und nicht persönlich gemeint, aber ja, ich denke, das ist für euch hoffentlich auch okay. Ansonsten versuche ich ja immer alles auf alles zu antworten. Das kann allerdings sein, habe ich festgestellt, dass YouTube als auch Instagram mir nicht immer anzeigen, wenn mir jemand was geschrieben hat. Ich habe neulich eben zum Kontrollieren mal unter ein älteres Video geguckt und habe festgestellt, dass da jemand was drunter geschrieben hat, auch sehr nett und überhaupt, und ich würde sofort darauf antworten, eigentlich war dann aber schon 2 Wochen alt oder so. Also seht es mir nach, das ist, also wenn ihr wirklich mich erreichen wollt, hundertprozentig, sage ich mal, es hat jetzt nichts mit dem Gewinnspiel zu tun, da gucke ich ja jetzt regelmäßig drunter in den nächsten 2 Wochen. Aber ansonsten, dann schreibt mir lieber eine E-Mail, weil die bekomme ich auf jeden Fall gemeldet, dass die angekommen ist. So. Ja, das wollte ich mal loswerden. So. Ja, bin gespannt. Jetzt ist ja noch eine gute, also bis zum 5.9. läuft ja die Verlosung noch. Das ist ja jetzt eine gute Woche noch, die Zeit ist, ob da noch der ein oder andere dazukommt. Bisher plätscherte das in den letzten Tagen immer noch ein paar rein. Und dann schauen wir mal, wie ich das Verlosungsvideo mache. So viel dazu. Dann, genau, wir kommen nochmal zu Wolligem. Und zwar habe ich 2 Stränge gekauft. Ich habe so wenig Wolle. Nein. Die Sandra von Wollkekse hat ja ein paar ihrer Wollstränge zum Verkauf gestellt auf Instagram. Ja, ich glaube, so um, also weil ihr Kater ist ja schwer krank, also hat sicher einen schwierigen Bruch im Bein zugezogen und musste operiert werden und so weiter. Das kostet natürlich und so weiter. Und ja, und dann hat sie ein paar ihrer Wollstränge verkauft. Fand ich eine schöne Idee. Also, sie hat ja auch viel und färbt auch viel. Und ja, ich habe mir da auch 2 Stränge ausgesucht. Und zwar einmal den hatte ich schon lange ins Auge gefasst. Ist der geil oder geil? Ich finde den fantastisch. Ich weiß ja noch nicht, was er wird. Ich hatte den auch schon in der Auswahl jetzt für den Hoodie Short Cardigan. Aber es hat dann mit den anderen nicht so harmoniert. Finde ich einfach nur schön. Und dann war noch ein zweiter da. Das ist der hier. Ja, der ist auch sehr, sehr cool. Der hat auch sehr, sehr cool gelungene Speckles hier. Sieht
man das so? Nicht verstecken geht es dann besser, ja. Ja. Sehr, sehr schön. Danke nochmal, dass du die verkauft hast, Sandra. Ich freue mich darüber. Ja, und auf diesem Weg habe ich auch schon auf anderen gesagt, natürlich weiterhin gute Besserung an den Kater, ne, dass der schnell wieder fit wird. So. Ah, das hatte ich schon gesagt. Ja, dann kommt eigentlich jetzt nur noch ein Hinweis, ist mir runtergefallen, der Hinweis. Eigentlich, na, in eigener Sache ist das nicht. Also von mir empfohlen ist jetzt muss ich mal gucken, 9. September ist von 11 bis 16 Uhr im Treibhaus Langenfeld das bunte Schaf. Ich erzähle euch das, weil ich war letztes Jahr auf diesem Markt, auf diesem Wollmarkt, und es war so schön. Also es ist vom Ambiente einfach so toll. Ich habe damals, also letztes Jahr zu der Zeit dann noch da unten gewohnt in der Nähe, also ja. Und da war das jetzt nicht so weit. Dieses Jahr kann ich leider nicht hin, weil, also ich könnte vielleicht schon, aber es ist schon wieder so langer Fahrtweg und das ist mir, kann ich gerade nicht gebrauchen. Aber ich kann euch echt ans Herz legen, dahin zu gehen. Es ist so schön. Es ist halt in einem großen Gewächshaus, Treibhaus halt. Dort alles voller Blumen. Gleichzeitig findet so ein, ist da an dem Tag auch ein Kürbisfest. Das heißt, es gibt Kürbissuppe, gab noch irgendwie Sachen, was mit Kürbis zu tun hat. Natürlich auch was zu trinken und auch so ein kleines sonstiges Verkaufslädchen ist da vor Ort und halt eben ganz viele Woll- und Spinnen- und Strickgeschichten. So. Also, und da kann sich dann später auch da hinsetzen und einfach gemeinsam stricken. Also, es ist ein ganz, ganz tolles, aber wirklich kleines, feines Wollfest, sag ich mal. Also, richtig nett. Ich zeige euch das einmal in die Kamera, wenn es interessiert. Das ist der Flyer, den habe ich nämlich gefunden auf dem Düsseldorfer Wollfestival. Und die Adresse vom Treibhaus ist hier. Na, ja, liegt auch in der Nähe, sehe ich gerade, von der A3. Also ist dann auch gut zu erreichen. Ja, wenn ihr dahin geht, kauft fleißig ein. Ich würde gerne, aber nee, nein, machen wir nicht. Waren genug Wollfeste erstmal, dann muss ich erstmal immer noch verarbeiten im Nachhinein. Ja. Das war's heute. Endlich mal wieder eine nicht so lange Folge. Die letzten beiden sind ja wirklich lang geworden. Wobei, ich finde, es ist auch egal, wer es guckt, guckt es. Wenn nicht, schaltet vorher ab. Ich freue mich aber, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ja, und sage erstmal so, bis zum nächsten Mal. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wünsche euch eine schöne Strickzeit und macht's mal gut. Euer Maschmiergedöns.